So. Grüß euch. Wir sind wieder auf dem Shadow Reaper Server. Auf dem Flugzeugträger. Und werden von hier unsere Mission planen und starten. Und versuchen, ein bisschen einen Auftrag anzunehmen und zu erledigen oder eine Mission, ne? Wie oft habe ich da Probleme, weil der Server wieder neu restartet und irgendwas ist halt immer. Aber heute haben wir vielleicht ein bisschen mehr Glück. Mal schauen. Wir werden sehen. Wir konfigurieren jetzt erstmal unser Flugzeug. Stellen erstmal eine gewisse Grundkonfiguration her. Triebwerke sind schon an, wie ihr natürlich schon längst gesehen habt. Gut. So. Bingo Fuel noch setzen. Und dann suchen wir nach einer Mission. Okay. Wer ist noch hier? Momentan bin ich alleine hier auf dem Flugzeugträger. Also. Mission. List Mission. Contact a deep strike reconnaissance, not as enemy ground units, distillery, neutralize enemy all ground to locate for enemy ground units anywhere on the map. Enemy air defense, eliminate and search track radar. Ja, so Dinger würde ich gerne machen, aber Patrol Airspace, das mache ich. 43-35. 43-35 4-3-3-5. Keep in mind that waypoint 1-4 is where you're headed. You can access it in your navigational interfaces. 1-4. Okay, jetzt nochmal gucken. Missions. Active missions. Keep in mind that waypoint 1-4 is where you're headed. You can access it in your navigational interfaces. Ja, alles klar. Chief, remove the wheel chocks. 1-4. Copy. Wheel chocks are now removed. Und Munition aufladen. Quebec is no longer under enemy's control. We require our capture team to secure it fully. Safeguard our ground and air convoys to ensure a successful capture. Okay. Request refueling. 1-4. Request rearming. Okay, navigation. Copy. Waypoint. 1-4. Halt, 1-4. Senaki. Roger. Refueling complete. Ja. Okay, refueling is complete. Flight controls. Flight controls. Jetzt kriegen wir noch unsere Waffen. Den Chat machen wir mal raus, beziehungsweise Chat View. Oh, oh Gott, jetzt habe ich okay, warum funktioniert der Chat nämlich? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, hier.
Ja, ich wollte das irgendwie ein bisschen weiter rüber verschieben hier. Weil mir das doch immer irgendwie ein bisschen im Weg ist. Wenn ich es dann anhab. So, beladen. Sind wir. Okay, was wollte ich tun? Das habe ich auch eingerichtet. Hasselpage. Habe ich die konfiguriert? Ja, habe ich. Genau, eigentlich habe ich alles konfiguriert. Gut ab noch. Hier EWS, RWS nochmal TWS rein. Jo, okay, we are ready to launch. So, wir gehen zum Cat 2, Cat 2. Gears up, flaps to auto, and weapons on, scharf geschaltet. Wo ist U-34 going to intercept? Ja. Was haben wir da? Vor uns ist doch aber irgendwas. Was ist denn das? Hier. Hier war was. Okay, turn around. Intercept SU-34.
is in range here. Ist nicht so 4000. Okay, ich bin erfasst. Bloß von wem? Was erfasst mich denn da? Ist doch jetzt gar nichts in der Nähe. Ich werde mal noch ein bisschen steigen. Da ist schon Luftkampf im Gange hier. Alter, da ist einiges. So, 22.000 Meilen. 22 Meilen, 22.000, so ein Quatsch. Radar, setze ich mal auf 20, ne, ist noch zu weit weg. Okay. Mann, die schießen schon wieder. Jetzt bin ich erfasst. Komisch. Hier ist was. Was ist denn das? Was hat mich da erfasst? Hier neben schwirrt doch auch irgendwas rum. Was ist denn das? 7. Was ist das? FA-18, okay. Die hat ihren Data Link nicht an, wahrscheinlich, oder? Was ist das hier? My primary target. Direkt vor mir. Komme ich in Range. Aber, was ist das? Eigene? Was ist denn das? Bevor ich nicht weiß, was es ist, wird nicht geschossen. Okay, nehme ich auf meinem Radar zu sehen. Friend, okay. Gut. Dann. Unfortunately, the enemy now holds full control over November, and they have active units operating from the base. Irgendwas hat mich erfasst. Halten Sie nach Raketenausschau. Oh, jetzt defensiv. Da kommt eine Rakete. Oder da war eine gelauncht. Da kommt sie. Da oben über mir fliegt sie vorbei. Bam. Okay. Ich hab sie. Konnte defensiv. Konnte sie.
So, mein Zusatztank kann ich... Oh, nur noch 4000 Sprit. Das ist ja böse. Okay. Echt jetzt? Ne, Bingo. Ich hab noch 9000. Okay. Was haben wir denn hier? Okay, hier sind feindliche. Wie weit sind die weg? 20 Nautical Miles. Oder weiter weg. Guck mal, ich mache mal 40 drauf. Ne, noch weiter weg. Oh, die sind schon ein ganz schönes Stück weg. So, meine Mission beginnt. Progress 0,4%. Wie viele Chefs habe ich, bin ich losgeworden? Gegenmaßnahmen 44 habe ich noch von beiden Chef und Flares. Das heißt, ich habe 16 verwendet, um die Raketen jetzt hier abzuwehren. Was haben wir denn hier drüben? Feindlicher Hubschrauber oder was? Okay, der feindliche Hubschrauber interessiert mich gerade nicht. Der wird auch schon bekämpft, wie ich sehe. So, 80 nautische Meilen. Oh, Alter, die Sonne, die blendet so dermaßen krass. Ich glaube, ich werfe meinen Zusatztank ab. Zack. So, jetzt mache ich den Radar wieder etwas kleiner. Okay, hier. Das, denke ich, soll mein nächstes Ziel sein. Aber ist noch ein Stück weg, ne? Ja. Hier SA Page habe ich 40 nautische Meilen drauf. Das sind aber lauter. Ich muss aufpassen. Luftabwehrgeschichten auch unterwegs hier. Wenn ich in die Bereiche reinfliege. Auch Mist. Also aufpassen. Wenn ich so tief fliege, können mich die Manpads auch erreichen. Also schultergestützte Flugabwehr. So. Hier muss ich echt aufpassen. Rechts von mir ist nämlich dann da auch irgendwas noch. Luftabwehr. Nicely done. We've liberated November from enemy control. Our capture squad needs to secure it completely. Please escort our ground and air convoys for a thorough capture. So, vor uns in 20, knapp 20 nautischen Meilen hier haben wir was. Haben wir was Feindliches. Befindet sich aber schon im Luftkampf, so wie es aussieht, oder? Ne, da ist auch eine MiG-29 noch unterwegs. Da kommt ein bisschen was auf mich zu, würde ich mal behaupten. Hier hinten, das ist, was ich sehe, das ist ein Hubschrauber. Ach, come on, blöde Hubschrauber. Na, dann dreh rum. Ne, da will ich nicht hin. Kein Hubschrauber. Ah, hier hinten habe ich auch gesehen. Gibt es hier nichts Vernünftiges zum Angreifen mit 29. Aber das scheint dann eine eigene zu sein hier, oder? Ja, sieht so aus, ne? Da, 29. Aber wenn... Ist das eine eigene? Ich muss aufpassen, hier ist Luftabwehr wieder. Was piepst du denn? Okay, hier sind auf jeden Fall sehr viele Feindflugzeuge laut SA-Page unterwegs. Und ich glaube, da werde ich hinfliegen. Allerdings mein Sprit, 8000. Mach mir ein bisschen Gedanken um meinen Sprit. Tanker, Texaco 11, wo ist der? Texaco 11. Vom Briefing her müsste ich mal sehen. Aber ich muss aufpassen, nicht zu tief fliegen. Vielleicht hier durch die Schlucht. Briefing her, mal gucken, gibt es hier irgend... Oh, 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 oh. So, ich werde irgendwo hier aufgefasst. Jammer's on. Rechts von mir vielleicht. Ich versuche mal sehr tief zu fliegen.
um zu sehen, ob ich noch weiter aufgefasst werde, ja. Aber jetzt hat er mich verloren. So wie es aussieht. Okay. So, hier ist was. Ich sehe es auf dem Radar. Etwas kommt direkt auf mich zu und etwas ist etwas rechts von mir. Und ich wurde aufgefasst. Schema is on, aber pass auf, sonst stürzt du ab hier, Junge. Links von mir, okay. Was macht denn das Ding jetzt? Scheiße, nein, come on, ach Mann. Jo. Ich war zu langsam. Abgestürzt war mein eigener Fehler. Mensch! Ich könnte... Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Habe ich so schön die Missiles, ja, war so schön defensive defended. Und dann sowas, ne? Das ist ärgerlich. All auswählen. Zuschauer zurück. Ich möchte vom anderen Flugplatz starten. Flugplatz. Boden. Senaki. Kann ich von Senaki starten? Nee, bloß dieser. Was ist denn das? Warum kann denn der und ich nicht? Boden. Batumi. Ach, müsste man sich mal die Map anschauen halt wieder. Was, wo ist? Komm, gib mir die Map. SU-25, hier kommen jede Menge SU-5. Kutasi, okay. Kutasi. Roll auswählen. Flugplatz. Boden. Einheitentyp F-18, Lot 20. Kutaisi, Kokuleti Kutaisi hier. Der Hans. Da wollen wir hin. Ja, gut. Dann Configuration as usually. Da werde ich schon erfasst. Dafür nicht Warsteiner hier. Zack, Intervall 1,50, Save, Return, IFF, On, Data Link, On, Data Link, On, und Zuck, 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 okay, HUD, SA Page, Sensors, RVR, All,
No ID. Are we all ID? Friendly ID. Okay. So, come on. Oh, was ist denn da passiert? Missions. Couple Eddie, Chevy 151, inbound. List Mission. Event 4415 4415 Trial Mission 4415 So, warum kriege ich nicht zu hören? Okay, Bodencrew, Munition. Zuladung, Full Loadout. Okay. So. Request refueling. Request rearming. Okay. So. Missions. Active Mission. Refueling complete. Prevent enemy aircraft from disrupting the cask. Target zone, flight distillery. Control. Distillery. Chief, remove the wheel chocks. Ja, ist echt. Copy. Distillery. Das heißt, wo ist das? Rearming complete. Wheel chocks are now removed. Okay, wir sind dann soweit ready. Vom Flugzeug her, vom System. Waffen haben wir auch. Ist alles rearmed. Dann ja, schalten wir mal durch. Kutasi, 1-1, inbound. So, Distillery D. D. Hier. Waypoint 2-3. Waypoint 2-3. Machen wir mal einen Pin dran. 2-3. Waypoint 23. 23. Distillery Waypoint. Okay, Roger. ATC. Kutasi. Kutasi. 3-1. Request startup. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier stehen und wie ich taxien muss überhaupt. Okay, also ich könnte direkt hier rüber abheben. Alles klar, gut. Dann stehen wir ja schon ziemlich nah. Flaps to half. Hook bypass on this skid on carrier not carrier field hook bypass field unknown. So, come on. Was ist da hinten schon zu sehen? Da ist ja schon ein bisschen was. Mach mir die Estel Page mal drauf. Die SA Page. Early Warning. Ups. So, jetzt wird gestartet. Und direkt los. Der Radar allerdings auf TWS. Und rotate. Gears up. Flaps auto. Mission begins.
So, hier haben wir doch eine MiG-29. Eventuell. Oder? Nee. Auf jeden Fall ein feindliches Fluggerät. Hier, auf dem Radar. Links von uns allerdings auch. Das hier dürfte noch gut 30 nautische Meilen weg sein. So. Wir müssen Distillery hier oben hin, nach links. MiG 29 ist rechts von uns. Was machen wir? Gehen wir auf die MiG oder? Okay, ich versuche mal die MiG abzufangen. Fun. Aber vor uns da ist auch halt was, ne? Was denn das? Links vor uns irgendein Hubschrauber. Dann gehen wir doch lieber hier auf die MiG. Die fliegt nämlich, glaube ich, hier rein. Glaube, die kommt zu uns. Das hier vor mir. Könnte sie sein. Die ist bei 120 nautischen Meilen. Ja, ich wurde aufgeschaltet schon. Aber noch wurde nichts abgezogen, noch ist nichts gestartet. Mein Jammer ist on. Irgendwo hier ist die MiG. Wenn die Infrarot-Teil hier auf mich abschießen würde. Hier oben. Hammer was. Ganz oben fliegt was. Was ist das? Was ist das hier rechts von mir? Auf der Karte ist es nicht zu sehen, aber hier oben. Das ist eine MiG 29, eindeutig. Was ich da vor mir habe. Die ist innerhalb 10 nautischer Meilen und sie hat mich vor lauter Gucken, bis ich wieder geguckt habe. Ah, hebt mich doch hinten rum, ey, Mann. Mensch, vor lauter Klotzen wieder. Och, oh Mann, bis da reinkommst und alles gemacht hast und dann bub. Ach, es ist einfach. Ja, es ist sehr müßig, sehr anstrengend. Wie viel Uhr haben wir denn? Und die Scheißzeit läuft schon wieder. Und eigentlich wollte ich noch ein bisschen Sport machen heute. Ach, kann man nicht. Ja, was willst du denn machen? Sieht cool aus. Ja, okay, komm an, wir hauen mal die Pause rein. So, es geht weiter. Air Patrol wieder hier direkt bei uns am Flughafen Kutaisi. Und ja, ich habe alles ausgerüstet, dachte ich. Nein, mein Air-to-Air-Loadout. Wir fahren nochmal zurück. Alter, ich habe alles konfiguriert, aber nicht mein Air-to-Air-Loadout. Deswegen gibt es jetzt hier nochmal eine kleine Runde, wo wir drehen. Und dann
So, müssen wir nochmal. Ach, die Bodencrew. Come on. Bodencrew. Munition auftanken. Zuladung. Full Air-to-Air Loadout. Request refueling. Ja. Request rearming. Copy. Magic 1-1. Colt 1-1. Request bogey dope. Also, wir werden aufgetankt. Waffen gibt's gleich. Refueling ist komplett. Die Weapons kommen dann auch gleich und dann geht's los. Schauen wir mal auf der Karte, was da schon, ob da. Hier hinten SU-24 Hubschrauber. Gibt's noch ein paar hier? Mal gucken. Komischerweise. Machen wir mal hier unten DSA-Page drauf. Rearming ist komplett. Okay. Kutasi, 3, 1, request startup. So, es wird doch möglich sein, wenigstens ein feindliches Objekt noch zu bekämpfen heute. Es wäre doch mal was. So, wir werden direkt durchstarten ohne weiteres. Und Gears up, Flaps Auto. Mission begins. Okay, hier haben wir ein feindliches. Das hier sind zwei feindliche Flugzeuge oder Flugobjekte. So, eins aufgefasst, zwei auch. Friend! Ja, wie Friend? Ist doch nie im Leben friendly, hör drauf. Okay, weiter hinten war das. Wir haben voll Afterburner drin. Was haben wir denn hier? Ah, wir müssen unser unser Weapon so. Und Fox! Come on! Fox! Fox! Warum schießt er nicht? Fox! Fox! Oh, jetzt Fox 3. Alter. And? Fox. Fox 3. Na, SU-24, okay. Da ist aber noch einer hier. Die ich gerade erwischt habe. Ich wollte gerade sagen, Alter, ich krieg die Krise, gell? Wenn das jetzt wieder nicht funktioniert hätte. So, was haben wir hier? Radar, aber größer 5 nautische Meilen hier. Okay, hier haben wir es.
20 ist zu weit eigentlich. Wir gehen auf 10 hier in Range. Sollte in Range sein, oder? Come on, der hat den Radar Störsender an. Okay, könnte interessant werden. Sehe ich ihn auch nicht mehr. Okay, was ist da los? Mach mir die SL Page. Wo sind die alle jetzt? Ich sehe keinen mehr. Okay, mach den Radar größer. Ich flieg mal höher. Wir sind bei 10.000 Sprit angekommen. Ich kann meinen Tank abwerfen. So, zumindest mal ein feindliches Flugzeug haben wir bisher vor uns. Was befindet sich vor uns? Leider 20. Okay, hier 29. Mit 29, oder? Immer wenn ich denke, ich habe es verstanden, wie es funktioniert, kriege ich gezeigt, dass ich es doch nicht verstehe. Okay, der fliegt auf mich direkt auf mich zu. Also für mich erstmal die größere Bedrohung. Also halte ich erstmal hier auf den zu. Auf diese Bedrohung. Oh, was ist es? Auf 27, 28 nautische Meile. Höhe 11. Ah, jetzt. Ich habe ihn. Konnte ihn auffassen. Aber was es ist, die MiG-29 hier. Und mal gucken, ob ich ihn schon reinholen kann. Ne, der hat einen Störsender, glaube ich, an. Das sind mehrere. Das ist die... Jetzt habe ich sie... Come on, nimm den hier. Nautische Meilen weg. Ich bin auf 22.000. So, ja, jetzt haben wir ihn. Sollte. Hier. Und soll ich Pitbull machen? 35 nautische Meilen. Kann das schon lang? Ich glaube nicht. Ich gehe mal voll Afterburner. Damit ich ihn einholen kann. Ich glaube, der beschleunigt wohl auch voll durch, kann das sein? 370 Closing, 9 nautische Meilen. Okay, ich probiere mal Pitbull. Und Fox 3. Probieren wir mal den Pitbull-Mode. Und nochmal Fox 3. Dann ist er beschäftigt, Junge. Dir gebe ich. Noch eine. Fox 3. Ja, Splash Bandit. MiG 27 war das. Okay, jetzt sind wir unsere... Jetzt haben wir nur noch eine. Da unten ist er abgestürzt. Zing. Jawohl. Wir haben zwei Feindflugzeuge.
erwischt. Wir haben, wie viel Sprit noch? 8000. Jetzt haben wir allerdings nur noch eine MRAM 120 und 6 Sidewinder, glaube ich. Sidewinder. Wo sind wir denn überhaupt unterwegs? Boah, bin ich weit. Da, bis dahin. Ach du Scheiße. Okay. Ich glaube, ich fliege mal lieber wieder zurück. Wie wäre es mit Luftbetankung? Könnte, wäre ganz cool. Würde ich gerne machen. Aircool, was für einer ist denn der mit dem... Also, ich komme ja von Kutaisi. JF-17 sind da unterwegs. Wir fliegen dann mal wieder Richtung Kutaisi. Fliegen, gucken aber, dass wir höher kommen. Und dann gucke ich mal, ob wir flugzeugträgermäßig irgendwelche Informationen da haben. Oder tankermäßig, flugzeugträgermäßig, Quatsch. Tanker. So, ich muss aber ein bisschen... Autopilot, Attitude Hold. Ups, was haben wir? Da sehe ich was. Da war was im Radar. Vor mir. Da kommt was rein. Mick. Ne, ne. Das sind die JF, aber die sind weiter weg. 5 nautische Meilen ist zu nah. 10, 20, 30, 40, 60. Okay. Das sagt mein Kneeboard. Come on. Ach, das ist scheiße. Ist das nicht... Ne, Flugzeugträger nur. Also die passenden Informationen für mich. Beim Briefing höchstens. Oh, jetzt sind sie aber schon näher. Jetzt muss ich echt glaube. Und wir haben unsere Infrarotmissiles. Ich habe sogar schon eine Aufschaltung. Also vom Radar her habe ich sie drauf. Eine MRAM habe ich noch. Eine MRAM. Alter, da ist aber ganz schönes Gewusel. Da vorne. Ja. 2 JF 17. Die sind gefährlich. Die sind wirklich gefährlich. Okay, und die fliegen genau Richtung meiner Basis. Die fliegen genau in Richtung meiner Basis. Auf was sind die? Auf 33 nautische Meilen. 9000 Fuß, ist das richtig? Wenn ich jetzt runter gehe auf das A-Page, das könnte der Heli sein, auf 16000. So, ich bin nur 35000 Fuß. Fliege jetzt Richtung Kutaisi. Mach mal den Autopilot. So, und ich versuche mal noch rauszufinden, ob ich für die Luftbetankung hier noch ein paar Informationen bekommen kann. Nein, scheiße, hier ist nichts. Och. Ja, shit. Welcher Tanker ist denn nämlich jetzt der mit dem, den ich brauchen würde, mit dem Boom, mit dem Basket? Das ist die Frage, die sich mir stellt. Aber, so wie es aussieht, komme ich erstmal in den Luftkampf mit 7000 Sprit. Da schauen wir mal. Aber danach entweder landen und Refueling machen, sonst, ja, Master Caution. Ja, ist recht.
So. Okay, Radar nach unten. So. Naja, wer sagt's denn? So, jetzt machen wir wieder eine kürzere Distanz. Wir machen hier eine Jammer an. Wir kommen in Range. Dann würde ich den ersten nämlich schon mal... Okay. Und da würde ich sagen... Ja, jetzt sind wir nicht mehr in Range. Wir kommen aber in Range. Wir kommen rein. Okay. Und... Ich feuere gleich und Fox 3. Aus ist er. Dann schauen wir mal. Fox 3. Ob wir den bekommen. Da ist unsere Rakete. Da ist die JF-17. Oder nein. Ach, das war eine verdammte MiG. Und irgendjemand hat den abgeschossen. Es war gar nicht die JF. Ha, damn it. Ja, jetzt ist natürlich toll. Eine ist beschädigt. Doch, ich habe sie beschädigt. Ah, dann war ich auf der Waffe von jemand anderem hier. Mit der Kamera. Okay. Das ist ein Stealth-Bomber. Das ist nicht die JF-17. Was ist das hier? Wo sind die hin? Jetzt bin ich auf 16 runter, ne? Was ist denn das hier? Das ist Friend, okay. Das hier ist kein Friend. Und den will ich haben. Scheinbar hat er mich gejammt. Das sind die JF-17s. So, wo sind die auf 16? Wieder. Der Radar, der jammt. Sind die nur links von mir irgendwo? Wo ist der? Hier. Da. Ist er das? Well executed. Mike is no longer under enemy control. Our capture team must secure it entirely. Wo ist er hin? Ensure the safety of our ground and air convoys for a successful capture. Wo ist er hin? Ah, verloren jetzt, ne? Shit. Wo ist er hin? Hier, das ist er. Okay, don't... Kumpel, ich hol dich. Da ist noch ein zweiter nach oben aufgestiegen. Ich will aber keinen eigenen abschießen. Ist das ein eigener jetzt vor mir? Shit. Friendly. Scheiße. Dann war der andere, der oben drüber hochgestiegen war. War das der Enemy? Hm. Ich sehe... Okay, da vor mir war was. Hier. Das hier. Come on. Hier, das hier. In Ray, nach 15. Wo ist er? Wo? Okay, ich hatte eben was. Das ist ein Friend wieder. Friendly. Ach, F you, Mann. Hinter mir, was ist denn das? Das ist JF, oder?
Was ist denn das? Friendly oder nicht? Ah, ich hätte schießen können. Was ist denn das? Feind, oder? Boom, er ist getroffen. Ah, okay, ich war's nicht. Ah, okay. Irgendjemand andere. Friendly killed Fred Connor. Ach, come on, oder? Ach, Leute. Mich hat wieder ein eigener gekillt. Ich könnte kotzen, ey. Scorched. Echt. Ich meine, es ist ja schön, der hat die Ding abgeschossen. Die F-17, die eine, ja. Aber er hat halt auch mich erwischt. Na gut, die IR, die geht halt an dem Flugzeug nach. Egal, ob freundlich oder feindlich. Die geht einfach nur auf Wärmesignatur. War wahrscheinlich ein Unfall, ne? Aber er wurde halt gekickt. Man soll da keine IR-Sieger abschießen, wenn man noch einen Friendly in der Nähe hat. Also direkt vorne dran. Ach, Leute. Naja, okay. Zumindestens... So, wir bleiben mal hier am Boden, wir gucken mal Scores. Zumindest haben wir 2 oder 3 Targets bekommen. Hier Fred Connor. Wenn ich gelandet wäre, hätte ich mehr Punkte bekommen. Schade, aber naja. 170, Kleinvieh macht auch Mist und irgendwie lernt man irgendwann irgendwo dazu. 3 Kills. Oder was bedeutet AC Aircraft? Ah, Aircraft. Okay, 3 Flugzeuge habe ich erledigt. Bin selbst 4-mal drauf gegangen, wobei ich wurde von einem eigenen erledigt. Naja, was willst du denn machen? Der Scorched hier oben. Wir machen das mal weg. Der Scorched, der hier. Der hatte mich aus dem eigenen Team halt erwischt mit einer Infrarot-Rakete. Ah, gut. Wie gesagt, shit happens. Das war wahrscheinlich nicht seine Intention, seine Absicht. Oder hat er mich nicht als Friendly identifiziert, obwohl ich meinen Data-Link on hatte. Naja, gut Leute, ich will noch ein bisschen Sport machen. Ich klinge mich aus für heute jetzt. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet da auch ein bisschen Spaß soweit. Und ja, merci fürs Zuschauen. Und seid auch gerne wieder das nächste Mal mit dabei. So, wo ist meine Maus? Ja, jetzt ihr hops. Dann verabscheue ich mich von euch. Ciao, ciao, macht's gut und... Würde ich sagen, wir nehmen das hier. Ciao. Seine Leidenschaft in Aktion. Mit der F-18 Hornet fliegt er übers Meer. Auf dem Flugzeugträger Action immer mehr. Oh yeah. Die Freiheit hört über dem Regen. Frellt die F-18 Hornet über alles wacht. Flugzeugträger Action Abenteuer, das uns trägt. Mit Fred Connor am Steuer fliegen wir, wohin der Wind uns weht. Fliege, wohin der Wind uns weht. Freiheit über den Wolken, ein Traum wird wahr. Fred spürt den Wind, DCS, ein Universum virtuell und doch real. Im Sturm und im Regen, Fred fliegt durch die Nacht. Seine F-18 Hornet über alles wacht. Flugzeugträger Action, ein Abenteuer, das uns trägt.
Mit Fred, Connor und Steuer fliegen wir, wohin der Wind uns weht. Auf dem Flugdeck im Sonnenlicht steht Fred, Connor, unser Pilot. Mit einem Blick voller Mut und Stolz hebt er ab, bereit für den Flug. Im Cockpit ist er F-18 Hornet. Er beherrscht die Lüfte weit und breit. Er führt uns durch die Dunkelheit. Flugzeugträger Action. Wir sind bereit zum Start. Mit Fred Connor am Steuer brechen wir auf. Ohne Angst, er flüht mit Feuer. Der Nachbrenner glüht und tobt. Über den Wolken im Sturzflug schnell. Es ist echt und grell. Luftbetankung in der Ferne. Kein Hindernis zu groß für Fred. Auf dem Flugdeck im Sonnenlicht stehen wir. Mit einem Blick voller Mut und Stolz heben ab, bereit für den Flug. Durch die Lüfte wie ein Adler gleiten wir auf Kurs. Mit DCS und Afterburner fühlen wir uns frei und cool. Flugzeugträger, Action, ein Abenteuer, das uns trägt. Mit Fred Connor am Steuer fliegen wir, wo der Wind uns trägt. Auf dem Flugdeck im Sonnenlicht stehen wir. Mit einem Blick voller Mut und Stolz heben ab, bereit für den Flug. Durch die Lüfte wie ein Adler gleiten wir auf Kurs. Mit DCS und Afterburner für uns frei und cool. Ecken, ein Abenteuer, das uns trägt. Mit Fred Connor am Steuer mitfliegen wir, wo der Wind uns trägt.